Alarm im Online-Marketing. Google behält immer mehr Nutzer bei sich. Was das für dich heißt, sage ich dir jetzt. Die Online-Marketing-Show. Mehr Erfolg im Geschäft mit Marcel Fischer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Marcel Fischer und ich möchte dir heute eine Studie zeigen von SimilarWeb. Da geht es um das Thema: Google leitet sehr viel Traffic nicht weiter. Diese sogenannte Zero-Click-Studie. Und da springe ich einfach mal in den Präsentationsmodus und zeige dir mal diese Studie. Es sind ein paar interessante Themen, die wir da besprechen müssen. Das ist die Studie. Den Link setze ich hier auch in die Shownotes rein. Könnt ihr selber nochmal nachlesen. Die ganze ist erstellt von SimilarWeb und publiziert ist das Ganze von Rand Fishkin. Das ist wirklich einer der Top SEO-Profis der Welt. Sehr guter Mann. Und wir springen mal rein. Genau. Die Studie besagt, dass bei allen Suchen, die auf Google stattfinden, 2/3 bei Google bleiben. Also 2/3 werden nicht weitergeleitet zu irgendwelchen Webseiten, sondern diese Suchen werden direkt von Google beantwortet. Das ist hier dieser graue, große Bereich vom Kuchen. Der blaue Bereich, das ist die Organic CTR. Das ist wirklich das, was dann auch von Google, wenn jemand nach einem Keyword sucht, auch weitergeleitet wird, zu einer Webseite zum Beispiel. Und der bezahlte Bereich, also die bezahlten Anzeige, hat nur einen Anteil von 1,59%. Also sehr viel niedriger. Für viele war das überraschend. Allerdings ist das was, was einen gewissen Trend eigentlich in den letzten Jahren hat. Ich gehe da mal weiter nach unten. In diesen Bereich hier. Hier sehen wir die Entwicklung in den letzten 2 Jahren, von 2018 bis 2020. Hier auch wieder dunkelgrau oder schwarz ist der Bereich oder sind die Suchanfragen, die nicht weitergeleitet werden, die Google bei sich behält. Blau ist das, was weitergeleitet wird auf Webseiten und diese Paid-Clicks, das rote, verschwinden gering. Was wir hier sehen generell, es gibt einen positiven Trend, der schon zeigt in den letzten Jahren, dass immer mehr Suchanfragen durchgeführt werden. Also insgesamt nimmt das Volumen zu, was positiv ist für dich. Allerdings damit auch der Anteil, der prozentuale Anteil, was Google bei sich behält. Und warum das so ist und was du da machen kannst und beachten solltest, das erzähle ich dir gleich. Und ich springe nochmal in ein weiteres Tool rein in Ahrefs. Das ist ein sehr gutes SEO-Tool, was ich empfehlen kann für Suchmaschinenoptimierung. Und wir gucken uns einfach mal ein paar Typen von Suchanfragen an, welches Interesse dahinter steckt und was Google davon weiterleitet und was nicht. Schauen wir einfach mal in die Präsentation rein. So, jetzt bin ich hier in Ahrefs, ein tolles SEO-Tool, und wir suchen einfach mal nach dem Begriff Bundestagswahl. Das ist ein informationsgetriebener Begriff. Und da sehe ich, hier der Bereich ist für uns interessant, dass organische Klicks weitergeleitet werden, 57%, also sehr viel, und 43% werden nicht weitergeleitet. Warum ist das so? Wenn ihr jetzt selber mal in der Google-Suche einfach mal Bundestagswahl eingebt, dann seht ihr das schon. Ne? Hier gibt es eine Karte, die hier schon das Ergebnis anzeigt. Am 26. September, Bundestagswahl 2021, und hier werden Fragen beantwortet, sehr schnell, aus Webseiten heraus, die letztendlich den User vielleicht schon zum Ziel führen. Und das ist zum Beispiel etwas, wo Google sehr stark den Traffic bei sich behält. Jetzt gucken wir mal weiter. Ein weiterer Begriff ist Immobilienmakler. Das ist ein Begriff in der Dienstleistungsbereich. Und hier ist es ein bisschen anders. Hier werden 28% weitergeleitet. 63% werden nicht weitergeleitet und 6% sind paid, also bezahlte Anzeigen. Auch da können wir mal einen kurzen Check machen, warum das so ist. Wir haben hier sehr viele Anzeigen, wie wir vorhin schon gesehen haben, und dann kommen so lokale Ergebnisse hier dazu. Das ist bei uns am Ort, was auch Google natürlich, Google Maps und hier Google Maps eingesetzt wird und die Suchanfrage hier lokal beantwortet wird. Also das ist ein Treiber, wo Google auch den Traffic
tendenziell eher bei sich behält und beantwortet. Weiteres Keyword wäre für den Bereich ja, lokale Suche, also wirklich klare lokale Suche, Rewe München. Und da habe ich jetzt ein anderes Bild. Da habe ich jetzt Organic Clicks, also die weitergeleitet werden, 36%, 56% werden nicht weitergeleitet und 6% sind Paid Clicks. Und wenn ich keines, das Ergebnis, was jetzt angezeigt wurde, ist nicht so ganz relevant, weil wir nicht in München sind, aber gucken wir mal. Das ist eine klare lokale Suchanfrage und hier oben schmeißt Google mir schon letztendlich die lokalen Ergebnisse mit Webseite und so weiter aus und versucht hier auch die Suche direkt so zu beantworten, was hier unlogisch ist, weil ich eben lokal vielleicht einen Rewe-Markt suche. Genau, und jetzt gehen wir mal in den E-Commerce-Bereich rein. Das sind die Suchanfragen natürlich ein bisschen anders. Und suchen einfach mal Schuhe online. Und im E-Commerce-Bereich habe ich organische Klicks, die weitergeleitet werden, 39%. Nicht weitergeleitet werden 18% und Paid werden 28% weitergeleitet. Was heißt das am Ende für dich? Es gibt ganz verschiedene Suchintentionen, ganz verschiedene Suchtypen. Du solltest gucken, in welchem Bereich du dich mit deinem Business aufhältst und darauf versuchen zu optimieren. Im E-Commerce sehen wir, ist es deutlich mehr Traffic, der weitergeleitet wird, weil Google natürlich selber diese Suchanfragen nicht unbedingt ja, passend beantworten kann. Aber alles, was lokales Business ist, wo Geschäfte reinspielen und so weiter, das sind Dinge, die Google versucht, auf der eigenen Suchmaschine zu beantworten. Da musst du auf Acht geben, am besten auch, wir haben vorhin diese Fragekarten gesehen hier, ich springe nochmal schnell rein. Ja, diesen Bereich hier, wann ist nächste Bundestagswahl und so weiter, die kannst du sehr gut mit gutem Content adressieren. Mit einer guten Quellcode-Auszeichnung und Content kannst du dich hier in diesem Bereich festsetzen und letztendlich trotzdem mit deiner Webseite auch hier sichtbar sein. Das wäre so ein paar Tipps von mir, wo du einfach sicherstellen kannst, etwas mehr von diesen Klicks abzubekommen. Nichtsdestotrotz ist es eine große Herausforderung. Plattformen wie Google versuchen natürlich, möglichst viele User ja, bei sich zu halten. Den Trend sehen wir bei Google sehr stark. Der nimmt in den letzten Jahren weiter zu. Google leitet trotzdem noch sehr viel Traffic auf deine Seite weiter. Das ist super. Aber hier einfach gucken, was für eine Art von Suche du letztendlich ja, mit deiner Webseite, mit deinem Unternehmen, was auch immer, beantworten möchtest und gucken, wie die Wettbewerb aufgestellt wird und was angezeigt wird. Das war's für heute. Schalte nächste Woche wieder ein. 18 Uhr jeden Donnerstag ein neues Video von mir. Und für heute bin ich raus.